Hallo, meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Neujahrsbotschaft für euch. Ich wünsche euch erstmal allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2024. Ich wünsche euch ganz viel Liebe, Glück, Gesundheit und dass viele, viele eurer Träume auch in Erfüllung gehen. Ja, ich hoffe auch, ihr seid alle gut reingerutscht, ja, dass ihr ein tolles Fest hattet mit euren Lieben und wenn ihr alleine wart, dass ihr es euch einfach für euch schön gemacht habt, ne? Ja, so. Ich bin ganz gespannt, was wir jetzt erfahren dürfen für die nächste Zeit, fürs neue Jahr. Na, wundert euch mal hier nicht. Ich habe mich hier verbrannt am Ofen. Passiert ständig. Ne? Ja, ich habe noch eine Botschaft vorab zu machen. Und zwar biete ich jetzt, ich weiß noch nicht, wie lang ich das machen kann. Ne? Die Anfragen waren vor Weihnachten für private Legung sehr hoch, ne? Und das ist natürlich, ich bin nur eine Person, ich kann das nicht alles ableisten. Ich habe jetzt aber noch ein paar Tage frei und ich werde jetzt ab heute nochmals ein Fenster öffnen für private Legung. Ihr dürft mir dazu gerne ein E-Mail schreiben. Meine E-Mail findet ihr hier unter diesem Video. Ja, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ich antworte euch aufs E-Mail, wenn euch die Konditionen passen und auch die Wartezeit vor allem. Ja, ich fange ASAP an, abzuarbeiten. Dann werden wir das abklären per E-Mail. Na, es ist so, ihr bekommt dann einen Link zu YouTube, zu eurer Legung, könnt ihr dort so oft schauen, wie ihr möchtet. Auch nur ihr erhaltet diesen Link. Das heißt, nur ihr dürft euer Video dann sehen. Na? Also, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gern bei mir. Und dazu noch eine andere Botschaft von mir. Bitte all die, die mir jetzt vor Weihnachten da noch geschrieben haben, ich bitte euch, schreibt mir doch bitte nochmals ab jetzt, weil ich die ganzen E-Mails von zuvor, also das war mir jetzt unmöglich, das alles abzuarbeiten. Ich fange also ab heute quasi an und bin aufnahmebereit für neue Legungen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt eine Legung wünscht, schreibt mir nochmal bitte. So, ihr Lieben, ich bin super gespannt, was wir heute erfahren dürfen. Wir schauen jetzt hier mal rein in das Thema, um was es hier geht, und wir klären es dann ab. So, was dürfen wir wissen? Was ist denn hier das Thema heute für diese Legung? Was dürfen wir wissen? Um was geht es hier? Ui. Oh. Hier wurde jemandem das Herz gebrochen, jemand hat Herzschmerz. Hier gab es eine Trennung, einen Verlust, vielleicht auch Lügen und auch, ja, hier wurde jemand vielleicht auch angegriffen. Also diese Legung hier heute ist tatsächlich für die ein oder anderen von euch, die hier sehr verletzt wurden, jetzt vor kurzem, ja, die vielleicht jetzt hier gerade eine Trennung erlebt haben, vielleicht jetzt auch über die letzten Tage, die Weihnachtsfeiertage oder Silvester, eine Situation, in der etwas vielleicht nicht so ganz gut gegangen ist. Ui, wir schauen mal rein, was wir dazu wissen dürfen. Dazu nehmen wir das Tarot The Wandering Star. Eins meiner Lieblingstarots. Es ist wirklich ganz wunderschön. Also, etwas nicht so sehr Gutes ist hier passiert. Eine Täuschung, eine Lüge, eine Trennung, ein Verlust vielleicht. Ja, etwas in der Richtung. Vielleicht, ja, auch, dass man aufgedeckt hat, dass sie vielleicht jemand eine andere Person hatte. Noch zusätzlich, ups, zu euch. So etwas in der Art kommt mir hier durch. Erwartungen wurden nicht erfüllt. Kommt mir auch noch durch. Oder man ist hier aufgewacht aus einem Traum, aus einer Illusion. Okay. Ui. Sehr viel Energie hier, Leute. Also, Frosch im Hals. Hier soll etwas durchkommen und es ist nicht schwer, nicht leicht auszusprechen. Das Thema bitte. Page der Kelche. Ja. Es geht hier um Liebe, um Magie, um Anziehung, um eine Situation, die sehr viel mit Liebe zu tun hat. Ja. So, wir schauen da jetzt mal tief rein. Die 6 der Münzen.
Die Zehn der Schwerter, Ritter der Schwerter, schmerzvolles Ende, ja. Page der Schwerter auch. Ja, die fünf der Münzen. Das Rad des Schicksals. Der Liebeskummer. Oh, unterm Deck der Narr. So, meine Lieben. Es kommt hier unheimlich viel durch an Energie gerade. Ich muss das erstmal ganz kurz, mich ganz langsam hier reinfühlen jetzt, ne? Es geht hier oder ging hier ja um eine Situation, in der eine Person, ich nehme an, dass ihr das wart, große, große Sehnsucht hier hatte, ja? Nach einer Wunscherfüllung, nach vielleicht einem Geschenk, einer Kommunikation hier oben, ja? Die ein oder anderen, ja, mussten hier leider, ja, eine Trennung hinnehmen oder eine Kommunikation über ein Ende. Erhaben hier eine Kommunikation über ein Ende, eine Situation oder eine Verbindung erhalten, ne? Sehr schmerzhaft, ja. Wir haben hier Liebeskummer, Not, Verlust, hier unten zu liegen. Das Gute daran ist, was ich dir vorab schon sagen kann, ist, dass wir hier das Rad des Schicksals haben. Das heißt, diese Situation, die dich hier doch sehr geschockt hat, die dir sehr wehgetan hat auch, ne? Das kommt jetzt hier einfach, es kommt hier Karma, ne? Es kommt hier Karma auf dich zu, es wird hier eine neue Zeit anbrechen. Ich sehe aber auch, es ist eine schicksalhafte Verbindung, ja? Und was immer hier passiert, ist das Rad des Schicksals, es ist so ein, es musste genauso kommen. Es gab hier diesen Verlust und diesen großen Liebeskummer hier bei dir oder bei deinem Gegenüber, ne? Intuitiv liegt das hier in der Mitte. Hast du, ich nehme dich hier sehr stark wahr, in der Mitte, hast du gefühlt, dass hier Gefühle da sind, und zwar beidseitig. Ja, wir haben hier den Pagen der Schwerter, die Hohe Priesterin, das ist so eine Intelligenz, mit der Hohen Priesterin auch ein Wissen, ein Fühlen, ein Bauchgefühl, dass hier etwas Magisches zwischen euch beiden vorgegangen ist, ne? Wir haben aber hier oben einfach das Geben und Nehmen war hier offensichtlich nicht so ganz im Ausgleich, nicht ganz im Flow, weil wir haben ja noch den Ritter der Schwerter. Ja, das ist eine Feuerenergie, ein Vorwärtskommen, das kann sein, ja, dass hier etwas, von dem du vielleicht mehr erhofft hast, vielleicht eher in Richtung Leidenschaft ging, als in Richtung Liebe, hier vielleicht, ne? Ja, wir haben hier einfach die Zehn der Schwerter, den Pagen der Kelche, die Liebe, das Gefühl, das schmerzvolle Ende und die Schmerzen hier unten, ganz klar, ne? Den Herzschmerz, ja. Und hier in dieser Linie sehen wir ganz klar, es sollte hier einen Ausgleich in Geben und Nehmen in dieser Verbindung hier geben. Ja? Mit dem Nahen sehe ich hier, dass du bereit warst, hier ein Risiko einzugehen. Deswegen fühle ich hier ganz klar, auch mit dem Pagen der Schwerter, dass du hier ein Risiko eingegangen bist. Du wolltest etwas in den Ausgleich bringen, in einer Verbindung. Hast dir vielleicht, ich sage mal, dich getraut zu kommunizieren. Ja? Obwohl es hier bereits ein Ende gab, bist du hier nochmal mit der Feuerenergie und auch mit der Schwertenergie bereit gewesen, hier nochmal in die Kommunikation zu treten. Das ist aber abgeblockt worden. Dieser Kampf ist hier in den Verlust gegangen. Ja, du hast hier ja deinen Charme so ein bisschen spielen lassen, aber wurdest hier eigentlich in der Kälte stehen gelassen. Ja, das hat dich hier sehr, sehr verletzt, aber das musste geschehen. Hier unten mit dem Rad des Schicksals ist das einfach genau so, wie es gelaufen ist. Sollte es sein, hier bricht eine neue Zeit für dich an, ja. Wir haben ja auch die Hohe Priesterin, das heißt,
Du bist ja nach oben angebunden. Du hast, als du in die Kommunikation hier getreten bist, du wolltest ja etwas nochmal auf Null setzen, nochmal reden, nochmal einen Versuch wagen, nochmal ein Risiko eingehen, weil du gefühlt hast, es sind ja noch Gefühle da, es ist ja noch nicht ganz weg, ne? Ja, aber du wurdest hier enttäuscht, wobei ich ganz klar sage, du hast es schon vermutet, dass da vielleicht nicht so viel zurückkommt für dich, ne? Es ist eine Situation, ja, die hat dich wirklich sehr verletzt. Ja, sie schaut hier auch ganz, also ich nehme es hier ganz klar wahr, dass da von dir eine Kommunikation oder etwas ausgeführt wurde in Richtung deines Gegenübers, ob jetzt männlich oder weiblich, sei mal dahingestellt, ne? Und man könnte sagen, du hast hier die eiskalte Keule zurückgekriegt, ne? Aber das musste so sein. Rat des Schicksals, Hohepriesterin, Ritter der Stäbe, damit du hier etwas, von dem du bereits geahnt hast, dass es eigentlich fertig ist. Du hast es hier geahnt, gefühlt, ja? Wir haben ja auch ein Wissen über dieses schmerzhafte Ende und das Gefühl, schau mal, die Hohepriesterin, die drei der Schwerter, der Page der Schwerter, 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 Schwerter und die Hohepriesterin. Du weißt, dass dir diese Verbindung bisher noch kein großes Glück gebracht hat. Ja, das sehe ich ja einfach. Die ist eigentlich ganz klar und bewusst, auch wenn dein Herz sich so sehr danach sehnt, dass hier etwas nicht, das Geben und Nehmen nicht im Ausgleich ist. Und das ist auch wiederum hier das Karma, vielleicht hier zu viel gegeben zu haben, ohne, ja, du hast vielleicht dein, wie sagt man, hier zu wenig auf dein Herz gehört oder auf dein Bauchgefühl, weil du hast es geahnt. Aber was ich hier sehe, ist ganz klar, und das ist eigentlich was wirklich, nicht eigentlich, das ist was Gutes. Wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt kommunizieren, du musst etwas jetzt aussprechen, weil es dir so auf der Seele brennt, so auf dem Herzen liegt, dann ist das richtig. Egal, was danach passiert und die Situation liegt hier, ja. Du hast hier den Mut zusammengenommen, etwas ausgesprochen, du wurdest hier zurückgewiesen, ja. Aber genau das musste so geschehen, damit du dein gutes Karma erhalten kannst. Ja, das bekommen wir, wenn wir etwas Gutes tun, wenn wir gute Energie aussenden und die andere Person auch ihr Karma erhalten kann. Nichts ist schlimmer, als in einer Situation stecken zu bleiben, sehr viel zu fühlen, aber nicht darüber zu reden, weil du bleibst in dieser Position hier stecken, im Gefühl. Aber es bewegt sich weder vor noch zurück, wenn du nichts tust, weil vom Gegenüber vielleicht gar nichts kommt. Also wirst du vom Universum so oft, ich sage es jetzt mal mit Zeichen, ja, vielleicht mit Liedern, mit Federn, mit ihr wisst, was ich meine, immer wieder an diese Person erinnert, weil du feststeckst. Weil du dich entweder noch nicht gelöst hast, weil hier entweder der Weg des Lernens noch nicht zu Ende ist oder weil dein Gegenüber auch einen Anschubs braucht. Du hast hier gehört auf dein Bauchgefühl. Der Page der Schwerter, die Hohepriesterin und der Page der Kelche. Und das war richtig, denn das konnte jetzt erst diese Heilung und diesen Prozess wieder anschieben. Ja, denn wenn wir nichts tun, kein Wasser auf die Mühlen geben, kein Öl ins Feuer kippen, sage ich mal, wird sich nichts tun. Dann hängst du immer hier fest, immer wieder noch im Schmerz, du hängst im Schmerz, im Liebeskummer, im Ende fest. Ja, und erst mit deiner Aktion konntest du vielleicht sehen, hier bringt es nichts weiter außer Schmerz im Moment, ne? Jetzt, nachdem das hier geschehen ist, wird hier eine neue Zeit in dieser Verbindung anbrechen. In welche Richtung das geht, wird für jeden von euch anders sein. Aber du bist hier aus einer Stagnation rausgekommen. Du hast dich hier was getraut, etwas gewagt, ne? Und nur daraufhin kann sich hier etwas weiterentwickeln. Etwas kann sich ändern in dieser Verbindung, ja? Weil nur durch Warten wird hier gar nichts passieren, ne? Oh, es ist immer so, ja, mit jeder Aktion, ja, die du ausführst in deinem Leben, schiebst du wieder Energien auch an, ne, die wieder auch ein ganzes Kartenblatt verändern können, ne? Es wird nur so bleiben, wie die Situation im Moment ist, wenn du gar nichts tust, ne? Also, wenn nichts geschieht, dann tu was. Wer sich nicht bewegt, wird bewegt, ne?
Und mit wird bewegt meine ich in dem Moment vielleicht auch Zeichen von oben, dass man denkt, bin ich denn verrückt? Das kann auch ein Zeichen sein oder eine Prüfung einfach sein. Hast du wirklich losgelassen? Ja, wenn du dreimal am Tag euer Lied hörst, ne? Und du sofort, ich muss jetzt was tun, ich bin hier nicht fertig. Entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, du sagst nein, danke dafür, aber ich habe abgeschlossen. Oder du nimmst es auf, fühlst rein und sagst, okay, ich muss was tun und du entscheidest dich entweder zu einer Kommunikation oder eben auch dazu, das komplett abzubrechen, ne? Ja, hier sollte eine Veränderung stattfinden im Geben und Nehmen in dieser Verbindung. Das ist aber hier nicht erfolgt, ne? Hier gab es ein Ende, obwohl es hier vielleicht eine Zusammenkunft hätte geben sollen. Ich lege erstmal aus. Ja. Hier war man einfach zu sehr in einer Aktion, obwohl man hier vielleicht hätte lieber in sich ruhen sollen, ne? Hier haben wir die traurige Nachricht schon zu liegen. Also hier sind heute ganz heftige, ja. Hier haben wir den Liebeskummer. Ja. Ich sehe es hier gleich auf den ersten, ja. Meine Lieben, hier bist du, das reiche Mädchen. Egal ob männlich oder weiblich, das, was hier passiert ist, was dich verletzt hat, wird dazu führen, dass du in deinen Selbstwert kommst. Viele von euch haben mir schon geschrieben, ich bin in meinem Selbstwert, ich habe losgelassen, aber es tut noch sehr, sehr weh. Ja. Vielleicht seid ihr auch in die Aktion gegangen und habt euch jetzt quasi nochmal den Dämpfer abgeholt, ja, um hier wirklich letztendlich mal loszulassen. Na? Also es geht hier um Liebeskummer. Wir haben die kurze Krankheit hier auf dem Pagen der Kelche. Ja? Das Rad des Schicksals haben wir hier mit der Arbeit, der Beschäftigung. Ja? Könnte man jetzt wieder sagen, einige von euch, ihr wisst, die Liebe, die Arbeit, unser Umfeld, im oben wie unten, im Innen wie außen. Ne? Das kann sich auf alles spiegeln bei euch. Ne? Auf euer ganzes Umfeld, dieser Liebeskummer, kann sich auch im Beruflichen zeigen, dass da was nicht in Ordnung ist. Ne? Aber hier wird sich schicksalhaft etwas ändern in der Liebe, wie aber auch vielleicht beruflich bei den ein oder anderen von euch. Ne? Du bist hier oben angebunden, du hast hier den hohen Gewinn auf der hohen Priesterin. Ja? Du hörst hier auf deine innere Stimme. Ja? Du hast auch Träume, du erfährst auch vielleicht Antworten auf Fragen in deinen Träumen. Ne? Das viele Geld gewinnen, das ist einfach ein Riesenglücksfall, dass du hier wirklich angebunden bist. Ich sag ja, du hast hier bereits geahnt, gefühlt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und weil das in einer Stagnation war, die Situation, hast du dich dazu entschieden, hier etwas zu tun. Viele von euch haben dann halt nochmal einen Dämpfer hier bekommen, das sehe ich hier unten. Aber das wird einfach dazu führen, dass du etwas verarbeiten kannst. Diesen Herzschmerz, dass du vorwärts kommst hier, ne? Ja, hier ist die traurige Nachricht, die da einfach eingegangen ist, die dir Kummer gebracht hat eigentlich, ne? Ja, hier ist einfach, was jetzt hier in Zukunft liegt, ist wirklich das Verarbeiten dieses Schmerzes einfach, liegt hier ganz klar drin, ne? Und dann schau mal, das Rad des Schicksals, was hier die Wende bringt jetzt hier für dich, der Neubeginn auch mit dem Namen, ist ganz einfach, dass du das hier verarbeitest. Du wirst hier ganz erfolgreich in Liebe wie auch beruflich sein. Ne? Es gibt etwas in deinem nahen Umfeld, was sich ändern wird, ja, und zwar zum Positiven. Da bist du selbst für verantwortlich und du hast hier etwas im Blick. Vielleicht willst du umziehen, etwas vielleicht auch wirklich in deiner Wohnung ändern, ne? Oder an deinem Äußerlichen ändern. Was, ja, da solltest du deine Energie reinstecken, sehe ich hier. Das kann auch beruflich sein, ne? Das wird dir Heilung bringen. Wir haben hier unten auch die drei der Schwerter und das Gefängnis. Viele von euch sind hier wirklich noch so im Herzschmerz gefangen, ja,
Es ist nur für eine kurze Zeit. Du wirst hier heilen und nach einem Ende mit den 10 der Schwerter wird hier wieder jemand in dein Leben kommen. Ja, für mich sieht das eher aus wie eine neue Person, weil wir auch den Narren haben. Hier beginnt etwas ganz Neues. Ja, das wird aber auch für jeden von euch wieder anders sein. Vielleicht kommt hier tatsächlich jemand zurück. Ich nehme hier eher neue Energien wahr, und zwar in der Liebe, ja, wie auch vielleicht für den einen oder anderen beruflich oder im Umzug, ne? Dass hier jemand etwas ganz Neues aufbaut hier für sich. Ja, und man sieht hier wirklich ganz schön diese Ecke, die so ein bisschen negativ hier ist, wozu diese eigentlich führt. Ich meine, das Rad des Schicksals sagt, wer oben ist, wird eines Tages unten sein. Es dreht sich immer weiter, ne? Und hier haben wir jetzt diese Negativkarten, ne? Und was haben wir hier? Nur die positiven Karten. Das ist das, was für dich kommen wird, ne? Also wirklich was ganz Schönes. Ich gehe davon aus, mein Gefühl sagt mir, hier kommt was ganz Neues für dich rein, ne? Das ist hier wirklich eine harte Energie. Und bitte denk dran, ne? Nach jedem Regen, jetzt ganz abgedroschener Spruch, aber ist so, nach jedem Regen kommt wieder Sonnenschein, es ist so. Und wir sind alle hier da, ihr seid nie allein. Also für alle von euch, die hier so einen Schmerz durchmachen mussten, ja, denkt einfach, vielleicht hilft es euch. Also ihr seid damit ja gar nicht allein, ja. Es gibt so viele Menschen, die sowas hier durchmachen, die sich an der gleichen Position ungefähr befinden wie ihr. Ja, ihr kämpft da nicht allein und es wird hier Positives auf dich zukommen, ganz klar, ne? So, jetzt schauen wir aber mal. Was haben wir hier? Wer bin ich? Ja, das ist hier auch so ein bisschen die Energie mit der Hohen Priesterin des Rates des Schicksals. Wer bist du denn? Was willst du? Was willst du beruflich? Was willst du in der Liebe? Wer bin ich? Bin ich, ja, das ist vielleicht die Frage, die du dir stellen kannst. Wer bin ich? Wo bin ich und warum? Diese Frage wirklich, stell dir die mal, die löst ganz viel in uns aus. Ja, vielleicht wenn du abends in Ruhe in der Wanne liegst, ja, mit einer Kerze, oder frag dich mal, wer bin ich eigentlich? Und dann kommt dir vielleicht, ja, ich bin die und die Person, die Frau. Ich liebe Spaghetti mit Tomatensauce, ich liebe Tiere, ich rede gerne mit Menschen. Dass du dich, also für mich sagt die Karte, dass du dich wieder auf dich selbst besinnst. Wer bist du? Was willst du? Was wünschst du dir? Und vielleicht deine Energie von diesem Herzbruch, von dieser Trennung, von diesen Menschen, der dich so verletzt hat, das können auch mehrere sein, dass du die Energie von denen wegnimmst und ganz auf dich stellst. Deine ganze Energie zu dir zurückholst, ja? Auch dafür gibt es ein Gebet, ja, dass deine ganze Energie, die irgendwo anhaftet, wieder zu dir zurückkommt, dass du das auf dich beziehst, dein Leben auch vor allem auf dich beziehst, ne? Dass hier wieder Positivität reinkommen kann. Ja, ja, wie ich es gerade sagte, Achtsamkeit. Sei mal ganz achtsam. Schau mal ganz genau, was du willst. Was ist dir wichtig? Welche Menschen sind dir wichtig? Welche Menschen sind immer für dich da? Ja, welche Menschen sind nicht für dich da, obwohl du sie über alles liebst? Ja, deine positive Energie, schau ganz genau, wo hast du sie, ja, hingegeben, aber nicht zurückerhalten, ne? Wo hast du also quasi deine liebevolle Energie? Wir verschenken die nie umsonst, das sollt ihr wissen, ne? Wenn jetzt du deine liebevolle Energie einer Person gibst und diese Person das nicht zu schätzen weiß, dann ist das das Problem dieser Person, aber nicht deins. Du wirst diese Energie wieder zurückerhalten von einer anderen Person. Ja, Energie geht uns nicht verloren. Ne? Ganz achtsam schauen, wer bin ich? Was will ich? Ja? Also, ja, sei kreativ. Das ist hier auch für mich die Karte ein bisschen vom Pagen des der Kelche. Sei hier kreativ. Schau auf dich selbst. Was kann denn Kreativität sein? Wir haben es hier, vielleicht die Wohnung umgestalten, ein neues Hobby suchen, zum Friseur gehen, mit Freunden ausgehen, etwas Neues finden, etwas, was dich fasziniert und mit dem du dich wirklich identifizieren kannst. Ne? Oh, meine Lieben. So, und jetzt ganz wichtig, jetzt schauen wir noch, ich suche nur gerade kurz die Karten. Ich hätte hier gerne noch einen Hinweis, was hier demnächst
in der Liebe Neues kommt. Neues oder eben Altes. Ne? Ihr wisst, das kann für jeden von euch anders sein. Mein Gefühl ist Neues. Ups, was haben wir? Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Da könnte man jetzt wieder darauf schließen, dass dieses perfekte Gegenstück jemand ist, den du bereits kennst. Ja? Ich lasse das jetzt hier so liegen. Wir können jetzt hier noch ewig, ja, hier haben wir noch das Thema Vergebung. Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Das ist definitiv so. Hier liegt viel, viel Positives für dich, ja, aber eben auch der Schmerz, der jetzt hier verarbeitet werden darf. Ne? Unterm Deck haben wir hier noch die Karte Sehnsucht, ja. Das kann jetzt für dich oder für dein Gegenüber oder für eine Person in deinem Umfeld stehen. Wir lassen es mal so liegen, ja? Meine Lieben, meine Liebe, mein Lieber, ich drücke dich mal energetisch ganz fest. Ich freue mich riesig drauf auf die nächste Legung. Die wird wohl morgen kommen, ja? Macht es euch schön, ihr Lieben. Genießt das Leben, versucht zu genießen, so gut wie es geht, ne? Macht's gut.